Ja, guten Abend, liebe Gäste im Schmälerhaus. Wir freuen uns, dass wir heute die neue Herbstsaison eröffnen können. Und nach einer langen Sommerpause, die wir haben, und ich freue mich ganz besonders, dass Herr Peter Kubelka aus Wien hierher gekommen ist und mit uns diesen ersten und diesen Saisonauftakt in ein neues, hoffentlich spannendes Jahr mit Gesprächen und Diskussionen und Performances und so hier im Schmälerhaus mit uns das zu inaugurieren. Ich danke auch Heinz Norbert-Jocks, der Peter Kubelka eingeladen hat für uns, mit uns und der das Gespräch mit ihm führt. Wird. Ich möchte gerne zur Einführung ein paar Sätze sagen, die das neue Programm, was wir jetzt im Herbst, Winter 2014 hier vorstellen möchten, beinhaltet. Und zwar, Sie haben, vielleicht waren Sie da letzte Woche, wir haben zwei Ausstellungen eröffnet in K20, einmal nach Ägypten, die Reisen von Max Lebogt und Paul Klee und eine Ausstellung mit dem ägyptischen Künstler Wael Shaqi, Cabaret Crusades, und insgesamt hat sich dadurch für uns so eine Art Ägypten-Schwerpunkt für die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen ergeben, und das ist insgesamt doch etwas Neueres, was anderes. Das hatten wir bisher noch nicht so. Wie Sie wissen, der gesamte Begriff der Moderne ist ein sehr westlicher Begriff. Er ist, beinhaltet gerade nochmal Nordamerika und ist ansonsten sehr europazentriert, und es ist sehr wenig an anderer internationaler Kunst, an Kunst, die von weiter her kommt, überhaupt bei uns in der Sammlung, aber auch bisher im Fokus gewesen. Und alle Museen im Moment sind sehr damit beschäftigt, wie können wir das ändern, aber so, dass es auch richtig sich anfühlt für uns. Auch so, dass es zu dem passt, was wir bisher gemacht haben, und dass es auch für die Stadt und die Gegend und der Ort, an dem das Museum sich befindet, die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, dass das wirklich im Einklang mit dem Programm geht, was man an Kulturarbeit hier im Lande und hier in der Stadt machen möchte. Es hat sich, ganz evident, dass seit 2000 so eine Art Explosion der Landkarte, was in bezüglich der Kunst gegeben hat. Ich möchte das nur an einem Beispiel verdeutlichen. Biennale, 1894 in Venedig gegründet, so die Mutter aller Biennalen. Da hat es bis 1989 20 andere Biennalgründungen gegeben. Sao Paulo ist vielleicht die berühmteste, die Anfang der 50er Jahre dazu kam. Ab 1989 bis 2000 kommen 40 weitere Biennalen dazu, und ab 2000 bis jetzt, das ist Stand 2013, nochmal 50 weitere. Also daran sieht man, dass sich einfach der Kreis, das Spektrum unendlich erweitert, dass ganz viele andere Stimmen dazu kommen, dass ganz viel Kunst, aber auch plötzlich der Markt ist viel vergrößert. Wir haben über dieses Thema des Sammelns nach in Zeiten der Globalisierung im letzten Jahr sehr viel gesprochen, mit in der Reihe, die Heinz Norbert Jocks für uns kuratiert hat, quasi Gesprächsreihe, die heilige Macht der Sammler. Und man sieht auch, dass sich die zeitgenössische Kunst plötzlich einer unermesslichen Beliebtheit erfreut, dass sie ganz wichtig geworden ist, aber auch in Punkten eben wie Gentrifizierung, Städtemarketing, Regionalmarketing, all das, was auswirkt auf das, wie wir mit Kunst zu tun haben und wie wir damit umgehen. Und wir stellen uns hier am Museum sehr stark die Frage, was hat das mit uns zu tun, wie wollen wir damit umgehen? Ich möchte nur ganz kurz hinweisen, dass wir jetzt im September auch beginnen mit der Goethe Residency. Wir haben uns hier mit diesem Haus, das hat uns quasi die Idee gegeben, dass in diesem kombinierten Wohn- und Galeriehaus, was sich Schmäler hat 1971 von Aldo van Eyck bauen lassen, dass hier in diesem Haus mit der Doppelnutzung von Veranstaltungshaus und Gästehaus, dass wir uns hier Gäste einladen. Das Goethe-Institut unterstützt uns dabei, und wir haben also jetzt ab September Kuratoren aus Ägypten. Das ergibt sich natürlich jetzt aus unserem Ausstellungsschwerpunkt, dass Ägypten im Moment so dass darauf der Fokus liegt, und wir werden also diese Reihe fortsetzen und haben das Programm mit den Goethe-Residences, Kuratoren-Residenzen mit Unterstützung des Goethe-Instituts für die nächsten 5 Jahre wird es uns hier im Schmälerhaus begleiten. Wenn Sie unser Programm sehen für die nächsten Wochen, wird es da auch einige Begegnungen geben können, eben mit den
und Kuratoren, die dann aus Kairo in diesem Fall alle drei kommen. So, aber jetzt zurück zu unserem heutigen Abend. Und da darf ich Ihnen Peter Gubelka, muss ich nicht groß vorstellen, vielleicht, weil er sehr berühmt ist als Filmemacher, als Autor, als Künstler, auch als langjähriger Professor an der Städelschule, wo er auch Rektor gewesen ist für eine Zeit, wo er das Kochen als Kunst, darüber haben wir uns gerade sehr schön unterhalten, mit eingeführt hat. Und er ist in Wien, kommt aus Wien, ist Filmemacher, Koch, vergleichender Theoretiker, Quergeist, scharfsinniger Beobachter, Performer, Kulturanthropologe, Künstler, Mitbegründer der Anthology Film Archives in New York, was ich nicht wusste, was ich sehr interessant finde, Avantgardist, Musiker, Reisender, Theoretiker des Essens und auch ein Sammler. Das ist jetzt eine Reihe von Attributen, die mir Heinz-Norbert Jöcks so zugespielt hat und vor allem, dass er auch Sammler ist. Das gibt vielleicht auch die Verbindung zu der Gesprächsreihe, die du im letzten Jahr hier für uns durchgeführt hast. Und ja, ihr werdet, wie ihr gesagt habt, meandern sprechend als Experiment über dieses Sammeln und wie man da von sich aus eben auf diese Fragen der Globalisierung kommt, die uns im Moment in diesem Jahr beschäftigen wird. Ich freue mich sehr und danke Ihnen nochmal sehr herzlich für Ihr Kommen. Und jetzt möchte ich aber auch noch auf etwas hinweisen, das habe ich ja sogar hier in der Hand, ein Packen Einladungskarten, weil es hat sich eine ganz schöne Koinzidenz ergeben mit einer befreundeten Künstlerin, Gabriele Horndasch, die auch hier ist. Ich freue mich, dass du da bist und auch von der Julia Stoschek Collection habe ich eben Anke Volkmann auch gesehen. Sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, dass nämlich morgen in dem 16mm Film Kino, was ihr wunderbarerweise in der Julia Stoschek Collection letztes Jahr anlässlich der Jack Smith Ausstellung eingerichtet habt, dass da morgen Abend Peter Gubelka zu Gast sein wird und seinen Film Unsere Afrika-Reise zeigen wird. Also wir haben ein ganz intensives, schönes Programm mit Ihnen vor uns und ich freue mich sehr darauf. Ich werde diese Karten, vielleicht lege ich sie einfach da oben auf das Mäuerchen, da ist nochmal genau gesagt, wann und wo, morgen 19.30 Uhr, Schanzenstraße 54 in Oberkassel. Bis dahin, Dankeschön, tschüss. Darf ich nur kurz, ich vermisse nämlich was. Brauchen Sie? Ich vermisse mein iPad. Au. Welch ein Bekenntnis, dass ich zeitgenössisch bestückt bin. So, geht schon. Also erstmal danke Doris für die nette Präsentation und danke auch an das Haus, mich diese damalige Reihe machen zu lassen und danke ebenfalls, dass ich heute Abend hier sein darf und Herrn Gubelka einladen durfte. Ich möchte Sie zunächst mal begrüßen, freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind, obwohl das Wetter draußen so schön ist. Freue mich umso mehr, dass Sie, Herr Gubelka aus Wien, eigens für diesen heutigen Abend angereist sind und ich möchte vielleicht vorab ein bisschen kurz umreißen, wie dieses Wagnis, dieses Gespräch heute Abend zu machen, entstanden ist. Ich muss dazu sagen, dieses Gespräch ist ein Experiment. Wir haben nie über Globalisierung geredet. Es gab zwei lange Gespräche. Das erste, ich weiß nicht, glaube ich, vor 8 Jahren fast, anlässlich eines Bandes oder zwei Bänden von Kunstforum International, Kunst und Essen. Und da hatte ich das Glück, Herrn Gubelka zunächst mal kennenzulernen. Wir haben damals über Essen und Kunst geredet. Und ein zweites Gespräch haben wir in diesem Jahr geführt über ihn als Sammler, wobei Sie das Wort Sammeln oder Sammler ungern hören, weil Sie ein anderes Verständnis davon haben. Und während dieser beiden Gespräche oder aufgrund dieser beiden Gespräche kam bei mir assertiv die Idee, dass man auf der Basis dessen oder dass man auf der Basis dessen, was ich bisher von Ihnen gehört habe und gesehen habe, womöglich ein anderes Verständnis von Globalisierung entwickeln kann. Wir haben darüber nicht weder im Ansatz noch überhaupt darüber geredet, aber es deutete sich so an. Insofern ist dieses Gespräch, das wir heute jetzt hier machen, quasi die Fortsetzung dieser beiden ersten Gespräche. Und ich möchte vielleicht da ansetzen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Noch nicht mal das, sondern in dem ersten Gespräch, das wir geführt haben, sagten Sie, also es macht einen Unterschied, wo ein Gespräch geführt wird.
wer mit einem spricht, wem gegenüber man spricht, ob man es in Wien führt, ob man es Paris führt, ob man es New York führt oder wo auch immer. Und in diesem Satz, den ich damals nicht weiter befragt habe, klang jetzt für mich im Nachhinein an, dass es ein bestimmtes Ortsverständnis gibt, dass jeder Ort, das ist jetzt meine Assoziation zu dem, was Sie nicht ausgeführt haben, jeder Ort eine Spezifik hat, die ein Gespräch anders werden lässt, sodass daraus zu schließen wäre, dass die Örtlichkeit und das tatsächliche Vorhandensein und nicht nur das Vorhandensein per Skype an irgendeinem Ort eine Rolle spielt für die Entwicklung eines Dialogs. Ja, also ich möchte auch bestätigen, dass wir jetzt ein Gespräch führen, welches nicht schon vorher ausgedacht und geplant ist und welches ausgeht von diesem Thema der Globalisierung. Und ein Gespräch ist ja etwas, wenn man es als Kunstwerk sehen will, also als etwas Lebendiges, welches für den Macher am Ende anders ausschaut wie am Beginn. Und wenn man nicht vorher weiß, was rauskommen wird, ja, das ist die Grundbedingung für jede Kunstausübung, diese absolute Freiheit in jeder Sekunde des zeitlichen Ablaufs. Und die möchten wir uns hier nehmen. Also erwarten Sie jetzt nicht irgendein Konzept über das Thema, dass wir ein Konzept folgen, Thema Globalisierung, sondern ich wäre sehr glücklich, wenn mir in dem Gespräch was einfällt, was ich vorher noch nicht gewusst habe. Und ich habe bis jetzt eben mit Herrn Jox sehr schöne Gespräche führen können, sodass ich mich da besonders freue. Und jetzt schauen wir mal. Ich fange gleich an. Wir führen ein Gespräch und das Gespräch wird geführt mit Sprache. Und meine Ansicht, zu der ich seit Jahren, Jahrzehnten immer mehr komme, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir alle Begriffe, Sprache, Wahrheit, Botschaft, Tod, alles hinterfragen müssen, in der wir sozusagen aus der Gehschule, der vergitterten Gehschule des christlich-mohammedanisch-jüdischen Denkens, welches eben ein Jugendphänomen ist. Sehen Sie, meine Modernität hat sich hier, die muss ich noch schnell hier wegkriegen. So. Also ich vergleiche gern die Gesamtmenschheit mit dem Einzelwesen. Ja? Und da gibt es diese Zeit des Kleinkindes mit dem absoluten Vertrauen zur Mutter. Ja? Also man tut etwas. Die Mutter, die einen ernährt, durch die Milch, die direkt in einen fließt, ohne das Tageslicht zu sehen, die diese Milch kocht, zubereitet, indem sie also nichts Scharfes isst, ja, sich nicht besauft, das ist Kochen, ja, weil sie dann eben die Milch geben muss. Und zu dieser Person hat man als Kind ein unbedingtes Vertrauen und macht Dinge, über die man nicht nachdenkt. Ja. Vertrauen, Glauben, ja, Glaube ist ganz einfach die Grundbedingung für Religion. Später wächst man auf, ja, und hat diese Nostalgie zum Kleinkind,
dass die gute Mutter da ist, die einem, die für einen da ist, die alles gibt für mein Wohl. Und der allwissende Vater, den man dann kennenlernt, wenn man schon ein bisschen im Leben steht, der alles kann und alles weiß, ja, und der einen beschützt. Und zu beiden Personen kann man beten, bitten. Ja, man bittet die Mutter, bitte, bitte. Und weil sie gütig ist. Oder man bittet den Vater, aber der Vater ist so streng und so weit oben, so groß. Dann wendet man sich an die Mutter und sagt, sag doch dem Vater, er soll mir helfen. Ja? Sie sehen, was ich hier entwerfe, ist die christliche Religion. Ja? Der vorgestellte gute Vater, der gütige Vater und die Mutter. Ja? In der Situation befindet sich noch dieser ganze Teil der Menschheit, diese Milliarden Christen, Mohammedaner, Juden. Und das ist ein Denken, das also, wie soll man sagen, eine Zeit lang noch funktioniert, solange man eben nicht wirklich im Leben steht. Und dann aber nicht mehr ganz, weil dann ist der Vater weg, die Mutter ist weg. Und ich muss trotzdem zurechtkommen. Und in dieser Phase befindet sich jetzt die Menschheit, weil durch diese Entwicklung, die sie durchmacht, man kann sagen technische Entwicklung, Entwicklung der Medien, Entwicklung der Kriegsmittel, werden wir als Säugetier, ja, wenn ich das noch also erhärten darf, ich glaube, dass man die Menschheit nicht weiterbringen kann und wird, wenn man etwas anderes annimmt, als dass wir ein Säugetier sind. Nicht? Wir sind ein Säugetier, das es in technischer Hinsicht unglaublich weit gebracht hat und das außerdem zu dieser, wie soll man sagen, notwendigen Arroganz geführt hat, dass man alles andere für niedriger, nicht? Der Affe, der Hund, der Regenwurm sind niedrigere Wesen, wir sind die höheren Wesen. Als Darwin, Darwin ist einer meiner Heiligen sozusagen, als Darwin draufgekommen ist, dass die Arten nicht statisch sind, so wie es eben die Religion verlangt zu glauben, nämlich die Ente war immer eine Ente, ist heute eine Ente und wird immer eine Ente sein. Und dann ist er draufgekommen, dass das nicht so ist und er hat gesagt, er fühlt sich wie ein Mörder. Er wollte das gar nicht, aber er musste es anerkennen. Ja, in dieser Situation steht heute die ganze Menschheit. Wir haben noch diese Mutter, wir sitzen noch in dieser Gehschule, ja, wir fühlen uns behütet vom guten Vater, von der guten Mutter, und wir müssen aber sehen, dass es das alles nicht gibt. Ja. Es gibt keine unsterbliche Seele, es gibt keinen Himmel, es gibt keinen Gottvater, es gibt keine Gottesmutter. Ja, und wir müssen aber, es geht aber trotzdem weiter. Darf ich Sie da unterbrechen? Natürlich. Darf ich Sie, auch wenn Sie schon recht erwachsen sind, an die Hand mittels Fragen nehmen und nochmal zurückführen zu der ersten Frage, nämlich der dass offensichtlich der Ort, also wir haben viele Themen angesprochen, auf die ich nachher auch noch eingehen will, aber mir wäre lieb, wenn wir nochmal zurückkehren könnten zu der Eingangsfrage, weil sie offen geblieben ist. Welchen Unterschied macht es, Sie sagten, der Ort spielt eine Rolle für einen Dialog. Wenn wir dieses Gespräch in einer anderen Sprache führen würden, in Paris oder in New York, so würde sich dieses Gespräch sich allein schon wegen der Sprache verändern, weil jede Sprache eine andere Richtung nimmt. Aber lässt sich sagen, welchen Einfluss der Ort hat auf das Denken? Nicht nur der Ort, also darauf wollte ich hinauskommen, aber meine Wege sind oft so verschlungen. Nicht nur der Ort. Alles, was auf mich eingewirkt hat, je in meinem Leben und auf Sie, spielt jetzt eine Rolle in unserem Gespräch, weil ich, dazu bin ich noch nicht gekommen,
In dieser Arroganz, die die Menschheit hat, behauptet sie auch eine Sprache, also das Absolute der Sprache. Ja? Und meiner Ansicht nach gibt es das nicht. Ja? Wäre zum Beispiel der Schopenhauer nicht so ein griesgrämiger Danziger gewesen, dann wäre er nicht draufgekommen, dass nicht die Vernunft das Universum reagiert, sondern die Unvernunft. Ja? Er war der Erste, der gesagt hat, da geht es nicht nach Vernunft. Ja? Aber diese Erkenntnis ist ihm ermöglicht worden durch eine komplizierte Gestalt seines Charakters und sein Aufenthalt. Also, was ich sagen will, lassen Sie mich ein einfaches Beispiel bringen. Die Sprache ist ein Leiterwagen, ein hölzerner Leiterwagen, mit dem man glaubt, Formel-1-Rennen fahren zu können. Meiner Ansicht nach sind alle Philosophen, alle, die glauben, dass über die Sprache eine Wahrheit erreicht werden kann, also der Begriff Wahrheit ist natürlich auch ein Mythos, auf die Nase gefallen in dem Moment, wo sie mit Sprachoperationen über das mögliche sinnliche Erkennen hinausgehen und mit Formulierungen nicht also plötzlich Sprachspekulationen anstellen. Nicht? Das ist die erste Ebene ist meistens eine Erkenntnis, die stimmt, und dann geht's und dann geht die ganze Geschichte baden. Ja? Die Sprache ist ein ganz, wie soll man sagen, animalisches, einfaches Mittel, um zu sagen, oh je, bleib stehen, ja? Koitis, das ist die Sprache. Ja? Es ist und wir wissen ja genau, wie die Sprache bei anderen von uns verachteten Wesen ist. Das ist nämlich bellen, knurren, zischen, miauen. Nur wir sprechen. Ja? Und wir finden die Wahrheit über das Universum durch unser Bellen. Ja? Dass wir nur anders benennen. So sehe ich die Sprache. Ja? Und nun, wenn wir zwei jetzt sprechen, nicht? Wir bellen uns freundlich an, aber das Ziel darf nicht zu hoch gesteckt sein. Ja? Und dann haben wir die Chance, etwas auch zu erschaffen, heraufzubeschwören, was mit den Sinnen zusammenhängt. Ja, das ist mir ganz wichtig. Darauf wollte ich jetzt kommen. Also, was ich einmal erstmal interessant fand, also ich muss gestehen, als ich damals Kubelka zum ersten Mal in seiner Wohnung erlebte, hörte vor allem, habe ich gedacht, ich habe es mit einem Spinner zu tun. Erlauben Sie mir das so zu sagen, weil er nämlich sowohl meine Sinne auch als meinen Verstand völlig durcheinander gebracht hat, weil er nicht Thesen, sondern Beobachtungen machte, die mir erstmal völlig abwegig, aber in ihrer Abwegigkeit wiederum so interessant erschienen, dass ich sitzen blieb und sie nicht verließ und weil mich das irgendwie packte und erst im Nachhinein merkte, also welch anderes Denken dahinter steckte. Und heute würde ich sagen, dieses Denken hat mich also auch ein Stück weit nach vorne gebracht. Und eins war eben das, worauf Sie gerade anspielen, dass diese Dichotomie von Tier und Mensch völliger Blödsinn ist. Und Sie brachten damals dieses Beispiel ein, sich einzubilden als Mensch, wir wären die höheren Wesen, weil wir also kochen könnten und nicht fressen. Die hatten Sie dadurch ausgeräumt, dass Sie sagten, also Moment mal, es gibt Tiere, die grasen dort, behalten es aber ihrem Maul, gehen woanders hin, weil sie wissen, dass sie dort eine ganz andere Geschmacksrichtung finden und sie vermischen es und sie essen nicht direkt quasi von der Hand in den Mund, sondern auch sie können warten, geduldig sein und auch sie haben ihre Mahlzeit tisch. Und das so, da wurde an diesem Beispiel deutlich, so diese Dichotomie funktioniert nicht. Jetzt sagen Sie, jetzt komme ich zu der eigentlichen Frage, dass die Sprache eigentlich eine Entfernung darstellt. Und Sie sagen auch, dass das Auge, da es auf Distanz funktioniert, ebenfalls eine Entfernung schafft. Wenn man Sie als Sammler, entschuldigen Sie dieses Wort, erlebt,
dann merkt man, wenn sie man muss sich eine Wohnung vorstellen, in der nicht etwa wie bei einem Sammler die Gegenstände wohl aufgehoben sind und in Vitrinen stehen, gut beleuchtet sind, sondern sie liegen herum wie Bücher im Regal und sie greifen und sind nach einem bestimmten Ordnungssystem sicherlich auch sortiert und sie ergriffen dann Gegenstände und indem sie diese Gegenstände ertasteten, erflöteten oder sonst wie was machten, also unmittelbar wahrnahmen, entwickelten sie eine Idee, wie dieser Gegenstand einst benutzt worden ist. Und da wurde mir deutlich, dass also das Auge eine Entfernung schafft, so sagten sie es, und dass sie an einem unmittelbaren Wahrnehmung interessiert sind. Und mithilfe dieser unmittelbaren Wahrnehmung durch die Sammelobjekte, sie sich die Welt erschließen. Vielleicht können Sie das ein bisschen ausführen, auf welche Weise Sie dieses Wagnis eingehen. Nun, vielleicht kann ich es mit einem Beispiel ausführen. Das ist mir erst jetzt wieder eingefallen, wie ich nach Düsseldorf gereist bin. So eine kleine Geschichte, die auch zur Globalisierung Stellung nimmt. Ich war in Düsseldorf vor vielen Jahren auch und habe da hier auch was gemacht und dann bin ich essen gegangen, wollte essen gehen, ich war hungrig und ging in ein Gasthaus, ich weiß den Namen nicht mehr, es war ein gutes Gasthaus und die hatten draußen auf der Speisekarte stehen Wiener Schnitzel. Und ich war schon einige Zeit lang nicht in Wien und habe gedacht, Wiener Schnitzel, das probiere ich mal. Und ich ging da hinein und sage ich, also Sie haben wirklich Wiener Schnitzel? Ja, ja, das haben wir. Und ja, sage ich, dann bitte bringen Sie mir Wiener Schnitzel. Und der Kellner brachte das Wiener Schnitzel. Und ich war hungrig, ich habe mir das schon vorgestellt, das Wiener Schnitzel. Und dann kommt der Teller mit dem Wiener Schnitzel und da liegt das Wiener Schnitzel und war übergossen mit einer Soße. Es ist auch sehr schön, dass ich das hier erzähle, wo niemand schockiert ist, dass ein Schnitzel mit einer Soße übergossen worden ist. Verstehen Sie, für mich war dieses Erlebnis, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein Schnitzel mit einer Soße gesehen. Und ich war so zutiefst erschüttert, weil in Wien diese Kultur des Wiener Schnitzels also alle möglichen Varianten sieht. Zum Beispiel gibt es Leute, die wollen das Schnitzel, die sagen, das Schnitzel muss so trocken sein, dass man drauf sitzen kann, ohne einen Fettfleck auf der Hose zu haben. Ja. Andere sagen, das ist furchtbar, ein trockenes Schnitzel. Das muss saftig sein. Man muss, wenn es in Butter gemacht wird, noch die Butter riechen und es muss also, es darf nur nicht trocken sein. Andere sagen, es muss vom Schlögel sein. Der Schlögel ist ja nichts anderes als der Oberschenkel eines Mädchens, also eines Kalbmädchens oder eines Schweinemädchens. Also über das Thema der Anthropophagie können wir dann auch Wort verlieren. Aber jedenfalls, es gibt alle möglichen Ansichten über das Schnitzel, nur nicht, dass eine Soße drauf sein kann. Und mich hat das so erschüttert, ich habe auch sofort Mordlust verspürt. Ja? Ich hätte den umbringen können, weil er also eine Ikone geschändet hat, ja? durch diese Soße. Und nun habe ich gedacht, also sind wir mal anders und habe sehr väterlich gesagt, wissen Sie, ich bin aus Wien. Ja, das höre ich, sagt der Kellner. Ne? Dann sage ich, ja, aber wissen Sie, also ich weiß, wie ein Wiener Schnitzel, was ein Wiener Schnitzel ist, und ein Wiener Schnitzel darf auf keinen Fall mit einer Soße sein. Und darauf sagt er, naja, und jetzt sind Sie, ich ahme jetzt nicht den Düsseldorfer Akzent in Düsseldorf nach, das wäre natürlich, da sieht man, wie schwierig das alles ist. Jede Nachahmung ist sofort lächerlich, wenn sie dem gegenübersteht, der das wirklich kann. Ja? Also ich bemühe mich jetzt nicht zu Düsseldorfern. Der Ober sagte, der Kellner sagte, naja, nun sind Sie in Düsseldorf und hier ist das Schnitzel mit Soße.
Und da hatte ich diese klare Demonstration, darf ich das ein bisschen auf die Seite? Ich habe Ihnen nämlich, ich habe Ihnen ein Schnitzel mit Soße mitgebracht. Da sind wir auch gleich bei dem Grund für meine Sammlung. Das ist der, dass ich habe Ihnen jetzt eine Geschichte erzählt, ja, und die hat eine gewisse Wirkung und eine gewisse, ein gewisses Verständnis hervorgerufen. Aber gegen die Tatsache ist das nichts. Ja, deswegen habe ich die Tatsache auch mitgebracht. Das sind also, das ist die Form des, also Teller sind nichts anderes als domestizierte Horizonte. Ja, alle unsere Gegenstände sind von der Natur abgeleitet, erkannt und verbessert. Ja, jeder Löffel, ich habe jetzt keinen Löffel hier, ist eine hohle Hand, ist ein Unterarm mit einer hohlen Hand dran befestigt. Und das machen die Menschen jetzt in allen Größen, in der sie also einen Stiel brauchen und eine etwas Hohles. Ja, der kann winzig sein, der kann riesig sein. Die Gabel ist nichts anderes als die Hand mit den gespreizten Fingern. Oh, vorne, wenn sie spitz ist, ist ein Augenzahn befestigt. Ja. Die Gabel kann reißen, kann spießen, ja, alles, was sonst die Hände machen. Also das ist alles abgeleitet von der Natur. Und jetzt, ich weiß noch gar nicht, wie es drinnen ist, das hat mir meine Frau besorgt. Vis-à-vis vom Hotel gibt es eine Berliner in Düsseldorf, die Berliner Imbissstube, ja, die nicht nur Frikadellen hat, sondern heute, Donnerstag, Dienstag auch hausgemachte Schnitzel mit freier Wahl der Soße. Ich stehe doch außen drauf. Ja, mich hat das sofort begeistert. Und Sie sehen hier, also das sind die Pommes. Die Pommes, die ruhen auch in einem Tal, in einem fein ausgeschnittenen, dünnen Tal. Das ist ein Teil der Landschaft. Ja. Und das sind natürlich Felle, Tierfelle, die etwas einhüllen. Nicht die frühen, die archaischen Menschen haben anderen Lebewesen die Haut abgezogen und haben sich selber damit umhüllt. Die Azteken haben noch anderen Menschen die Haut abgezogen und sich darin gehüllt. Also diese Dinge muss man lernen, auch jetzt mit offenen Augen zu sehen, denn manche Sachen betreiben wir ja immer noch, zum Beispiel die Christen betreiben die Anthropophagie, also das Menschenfressertum, jedes Mal bei jeder Messe. Sie essen nämlich ihren Herrn, das ist mein Leib, das ist mein Blut, und das essen sie auf. Zwar nur symbolisch, aber doch, wenn man ein Christ ist, muss man das glauben, dass das wirklich ist. Ja? Das heißt, jeder Christ verspeist jeden Sonntag in einem Akt der Menschenfresserei seinen Erlöser. Ja? Was man darüber denkt, ist eine andere Sache. Jetzt kommen wir zum Schnitzel. Hier sind also die Begleitumstände. Sehen Sie alles das, das Rascheln, der Plastik, das Papier, alles das ist stärker wie jedes Wort. Und der Gestank? Gestank, Geruch. So, jetzt kommt das Erste raus. Wir haben nämlich, ich habe zwei bestellt, und zwar, Sie hatten zwei Soßen. Wiener Schnitzel mit Jägersoße, das ist das. Jägersoße, die ist also rot. Und da ist Paprika drauf. Also für mich, das ist sehr interessant, denn Sie kennen diese Art Schnitzel, ja? Und können das anschauen, ohne zutiefst erregt zu sein. Und ich nicht. Verstehen Sie, für mich ist das, wenn ich das sehe,
da wird mir ganz anders. Ja? Und ich kann nichts dafür. Das ist die Prägung. Ja, aha. Und also, das nimmt jetzt alles Bezug auf Ihre Frage, ändert der Ort das Gespräch? Ja? Was ändert das Gespräch? Und wenn wir nun beide Wiener Schnitzel sagen, ja, dann haben wir beide was völlig anderes im Kopf. Ja? Die Tatsache, jetzt kommt noch das... Das andere, was war der andere? Was war das Jägerschnitzel? Das Jägerschnitzel hast du. Ach so, und was war denn das dann? Zigeuner. Das war das Zigeunerschnitzel. Das Wiener Jägerschnitzel und das Zigeunerschnitzel. Das ist das Jägerschnitzel mit Champignons. Und das Zigeunerschnitzel ist mit eben. Mit diesem. Und dabei, jetzt kommt das nämlich, das Schnitzel drunter, das war damals gar nicht schlecht. Ja, ich habe das dann abgekratzt, die Soße, und habe gerettet ein paar Teile, die nicht übergossen waren. Und so könnte ich es auch hier, ich sehe, dass das gar nicht so, schaut gar nicht so schlecht aus. Aber diese Soße, ja, das verstehe ich nicht, ja, das ist gegen meine Seele, ja. Und damit sind wir bei der Globalisierung, ja. Also mich stört das ja jetzt, die ist unaufgegessen. Ja, haben Sie einen Abfall? Ich fände es schön, wenn jemand vielleicht Ansgar das abholen würde, weil sonst verschlägt es mir die Stimme. Ich will es allerdings kosten. Besser vielleicht nicht? Ja, oh ja. Ja. Es ist natürlich schon etwas kalt. Es hat schon gedünstet hier auch, das muss man Ihnen zugute lassen. Jedenfalls, es ist ein bisschen süßlich, ja, das sind lauter Dinge. Das wäre fein. Also Sie haben jetzt schlagartig den Raum verändert, ne? Schon allein durch das Hineintragen dieses angenehmen Geruchs. Und ich möchte Ihre Empörung auch von daher sehr ernst nehmen. Und es leuchtet mir also auch umso mehr, also nach dieser Performance auch umso mehr ein. Und ich würde es gerne, bitte? Ich kann da ein bisschen helfen. Man kann stapeln. Ja, stapeln. Ja. Ah, das ist ein großer. Ah, wunderbar. Ja, Moment, das möchte ich, dass man das sieht. Ach so. Weil es ist mir, nein, geben Sie es rein, aber drehen Sie sich so, dass das Publikum, so. Oder ich mache das. Dass das weggeschmissen wird, ja. Das ist ein patriotischer Akt. Ah, persönlich. So. Der natürlich hier Sie beleidigen wird. Oder manche von Ihnen beleidigen wird. Die Berliner. Die Berliner. Ah, Sie schieben das jetzt auf die Berliner. Ja, schieben wir total auf die Berliner. Aha. Ein paar russische. Danke. Sehr gut, so. Da ist auch noch eine Pommes verirrt. Also als hätte ich es geahnt, dass wir eine solche Performance heute Abend erleben werden, da habe ich heute ausnahmsweise Tempotaschentücher eingesteckt. Sehr gut, danke. Naja, Sie sehen, was ich jetzt gezeigt habe, das ist der Grund für meine Sammlung. Ja, denn Worte sind Worte, ja. Und eben diese überschätzte Sprache verführt zu Theorien. Aber das werden Sie sich auch mehr merken, als hätte ich nur die Geschichte erzählt. Und mir liegt sehr viel dran, eben einmal, verstehen Sie, ich habe ja kein Rezept, wie die Welt weitergehen soll. Oder überhaupt, von welchem Standpunkt man die Welt sehen soll. Wenn man sagt Globalisierung, was ist denn das? Ja, das Wort heißt Verkugelung.
Und darunter versteht man, man kann was Politisches verstehen, man kann verstehen, so das Einfachste, nicht? Die Leute sollen sich nicht gegenseitig umbringen und sollen mal anerkennen. Ich habe da noch, also anerkennen, dass wir auf einer runden Kugel wohnen. Dann kann man Globalisierung, ich meine, wie entwickelt sich das denn ohne menschliche Zutun, ja? Weil zum Beispiel eben Facebook oder solche Sachen haben unglaublich globalisiert im politischen Sinn, ohne dass das vielleicht beabsichtigt war, viel Geld zu machen. Ne? Und es hat aber auch Nebenwirkungen, die durchaus auch eben globalisierend sind. Also zu dem Wort Globus habe ich mitgebracht den Plinius der Ältere. Ja, der hat 38 Bücher über die Welt geschrieben, ja, über die Natur geschrieben. Er ist gestorben 79 nach Christus, in 79 unserer Zeitrechnung. Man hat dem Faden Jesus immer der Tribut zollen muss. Und er ist gestorben, der Vesuv ist ausgebrochen und es hat ihn so interessiert, dass er, obwohl er auf der sicheren Seite im Golf war, ein Schiff genommen hat und hineingefahren ist nach Pompeji. Und dort zugrunde ging. Ja. Also einer, der sich über alles, dessen Interesse so groß war, dass er sein Leben dafür gegeben hat. Und der schreibt jetzt über die Welt. Ja. Es ist vermessen, Die Welt ist ein Werk der Natur und ist die Natur selber. Die Welt ist so groß, dass es vermessen ist, sie zu vermessen. Also ich übersetze das jetzt grob. Sie ist also eine Göttin und man soll ihr ehrfurchtsvoll gegenüberstehen. Und dann sagt er auch, das, was außerhalb der Welt ist, braucht ein Mensch nicht zu wissen. Ja, es gibt, also er anerkennt hier die verschiedene Dinge. Eines zum Beispiel, dass wir den Globus nicht spüren. Ja, wir sind ein Wesen, welches, also wir gehören zu den lächerlichsten Wesen des Universums, nämlich die eleganten Fische, ja, die mitten in ihrem Element sich wunderbar bewegen, ja, und die eleganten Vögel, die in der Luft sich bewegen, und dann diese stumpenden, hinkenden, tölpelnden Menschen da, die bum, 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 da am Grunde herumgrundeln, nicht? Und der Plinius, die aber sagen, man muss alles lösen, alles muss man wissen. Der Plinius sagt, man muss nicht alles wissen. Ja? Das ist schon, das ist ganz eine ganz zeitgenössische Erkenntnis. Und zum Beispiel die Wale, die spüren den Globus sinnlich und körperlich, weil die schwimmen um die ganze Welt. Die Zugvögel, ja, die Schwalben, ja, die haben viel mehr globale Vernunft wie wir. Ja, die fliegen um die halbe Welt. Ja. Schmetterlinge gibt es, die von Schweden, die von Alaska nach Mexiko fliegen. Ja. Also wir sind da, das ist ein bisschen nomadisieren, ja, obwohl die Nomaden natürlich noch viel mehr gespürt haben, nicht in ihrem kleinen Kreis, den sie abgewandert haben und
dass sie überlebt haben. Immerhin so groß wie Nordrhein-Westfalen war der Besitz einer Familie, die den Winter dort und den Sommer dort verbracht hat und ihr Auslagen fand. Also jedenfalls, der Plinius sagt, der Plinius wusste schon, und vor ihm Leute, dass die Welt eine Kugel ist. Ja, was also noch zu Galileis Zeiten die Kirche unter Verbot gestellt hat und dass sie sich dreht. Ja. Und er sagt was ganz Unglaubliches. Er sagt, wir drehen uns mit ungeheurer Geschwindigkeit. Also seine Erkenntnis kommt aus dem unmittelbaren Fühlen. Er weiß nicht, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Er nimmt noch an, die Sonne dreht sich um die Erde. Was ja die Situation für den normalen Menschen im Alltag ist. Auch für mich geht, obwohl ich es weiß, für mich geht die Sonne auf, ja, und sie senkt sich. Ja. Dabei kann man ruhig bleiben, wenn man weiß, wenn man das, die Tatsache weiß, für uns stellt es sich trotzdem und nützlicher dar als die kosmische Theorie, wenn ich sage, die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Und jetzt sagt er, die Erde dreht sich und sie dreht sich so, dass in 24 Stunden das Ganze wiederkommt und das muss sehr, sehr schnell sein. Und heute ist die Erde vermessen. Der Umfang der Erde ist 40.000 Kilometer an der Oberfläche. Das heißt, die Erde dreht sich in 24 Stunden, legt sie 40.000 Kilometer zurück. Das ergibt ein Stundenmittel von 1.666 periodisch Kilometer. Also über der Schallgeschwindigkeit. Das heißt, wir drehen uns, wir jetzt, so wie wir hier sind, drehen uns mit 1.700 Stundenkilometer. Um den Erdmittelpunkt. Ja? Und der Plinius hat das aus Beobachtungen. Er hat auch gesagt, wenn man am Meer steht, sieht man aus der Rundung, dass es eine Kugel ist. Ja? Ganz, das sind einfache Beobachtungen. Ja? Und er spricht auch schon das Thema an der kosmischen Harmonie. Er sagt, er weiß, Bewegung und Schall ist das Gleiche. Ja? Nur wenn Bewegung da ist, gibt es Ton. Ja? Wenn alles still sich hält, ist es still. Und er sagt, wir hören es aber nicht. Ja? Und er sagt dann, darüber kann er keine Auskunft geben. Er weiß es nicht. Ja? Und dieses Eingeständnis, dass man manche Sachen nicht weiß und auch nicht wissen muss, vielleicht nie wissen wird, das ist eine der Voraussetzungen, glaube ich, heutzutage, um unsere Zukunft in Angriff zu nehmen. Und eine andere Voraussetzung ist natürlich, wäre, und im Augenblick bin ich da mehr als pessimistisch, dass eben jene Teile der Menschheit, die noch in dieser kindlichen Phase der Religion stecken, ja, mit ihren Offenbarungen aus den alten Büchern, ja, die also reines Gift sind zum Beispiel. Im christlichen Gottesdienst ist die Hauptaussage sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen, so ist es. Ja, das heißt, wie es im Anfang war, so ist es auch jetzt. Und alle Zeit und in Ewigkeit. Ja? Das heißt, die Kirche per Befehl verhindert die Erkenntnis der Evolution. Ja? Alles muss immer gleich sein. Und das ist natürlich bequem, aber davon muss man raus. Ja? Jetzt kann man an den neuen Ereignissen sehen, wie katastrophal es ist. Also das heißt, die Religionen müssen den Wahrheitsanspruch aufgeben. Nicht ihre Religion, nur den Wahrheitsanspruch, dass es physikalisch so ist. Das müssen sie aufgeben. Ja? Also man kann ohne weiteres den Sonnenauf- und Untergang feiern und genießen und sich auf den nächsten Tag freuen und alles dreht sich um uns und trotzdem wissen, dass es in Wirklichkeit
physikalisch oder geophysikalisch sich anders verhält. Und genauso ist man, es ist mit der Religion. Natürlich soll man nicht lügen, dem Nachbarn die Frau nicht nehmen, nicht töten. Das ist okay, ja? Das ist nützlich. Aber man muss aufhören zu glauben, dass nur unsere Form, diese Form der Formulierung für die Welt gelten soll. Und wenn es andere nicht annehmen, sind sie des Todes würdig. Ja? Und so schaut es heute noch auf der Welt aus. Ja? Darf ich da mal einen Schnitt machen? Ich würde ganz gerne mal zurückkommen. Sie deuteten eben an die Raumkunde der Nomaden. Der Nomade war und ist, es gibt ja immer noch nomadische Völker, ein Menschentyp, der den Raum erforscht, dadurch, dass er sich durch den Raum bewegt. Und diesen Raum, dadurch, dass er ihn leibhaftig und nackt erfährt, mit Augen, Ohren, Füßen und sonst was, diesen Raum besser kennt als wir, die vor dem Computer sitzen und die Welt quasi aus dem Sitzen erfahren, ohne eigentlich mit ihr nur Augenkontakt haben und kein Fühl, kein Tastsinn und so weiter. Davon ausgehend, der Raumkunde des Nomaden, würde ich gerne nochmal zurückspringen zu Ihrer Performance mit dem Wiener Lassen Sie mich, ich meine es sehr ernst, so nochmal zurückspringen zu dem, was in diesem Beispiel ja selber steckt. Man kann an diesem Beispiel, glaube ich, darüber reden, was Übergang bedeutet. In dem Augenblick, wo das Wiener Schnitzel offensichtlich in Düsseldorf angekommen ist, hat sich dieses Wiener Schnitzel offenbar verändert. Jetzt könnte man untersuchen, warum also bei uns in Deutschland also derartige Soßen, mit derartigen Soßen das Sakrileg des Wiener Schnitzels versaut wird. Ich würde gerne über diese Übergänge, die ja Räume trennen, die Verhaltensweisen trennen, die Religion trennen, die Denkweisen trennen, über die Notwendigkeit, diese Übergänge zu erhalten. Also wäre natürlich schön für Sie, wenn Sie in Düsseldorf ankämen und Sie bekämen hier nun ein leibhaftiges Wiener Schnitzel der Wiener Art. So, aber womöglich liegt in dieser Veränderung, die durch den Übergang des Wiener Schnitzels oder andere Dinge erfährt. Also man kann es ja nun weiter aussehen und sagen, in dem Augenblick, wo wir jetzt eine andere Sprache sprechen würden, Chinesisch oder Koreanisch, würde sich aufgrund der Sprache das, was Sie sagen oder was ich sage, wiederum verändern. Und die Globalisierung, so wie sie fälschlicherweise hin zum Albtraum sich entwickeln soll, wie irgendwelche Interessen dahinter stehen, meint ja eigentlich das Verschwinden der Übergänge, dass die Angleichung der Räume, die Angleichung der Sprache. Es wäre ein Glück, dass wir überall mit Englisch oder mit einer Sprache uns kundig machen können, mit der Welt kommunizieren können. Sie würden, so wie ich Sie einschätze, würden Sie sagen, es geht um diesen Erhalt dieser, Sie würden nicht sagen Differenzen, aber es geht um den Erhalt dieser Andersartigkeiten. Wobei Sie auch derjenige sind, der ja Kulturen anhand der Sammelobjekte vergleichen und auch zeigen, dass das, was wir heute an Kultur hervorbringen, sich gar nicht so wesentlich unterscheidet von dem, was Urvölker in Anführungszeichen hervorgebracht haben. Vielleicht nehmen Sie das als Anregung, darauf zu reagieren, Übergänge. Wie würde sich eine Forschung von Globalisierung vielleicht entwickeln lassen, im Hinblick darauf, dass es nicht darum gehen kann, diese Andersartigkeiten, also diesen Reichtum der Andersartigkeiten verschwinden zu lassen? Sie haben damit also eines der Hauptprobleme in meinem Leben angesprochen. Und ich sage es gleich vorweg, ich habe keine Lösung. Denn auf alle Nachforschungen, die ich betrieben habe, kommt nur eines heraus. Entweder es entsteht etwas Synkretistisches, also eine Vermischung, oder man verteidigt die eigene Kultur mit Mord. Ja, das heißt, wer mein Wiener Schnitzel nicht erkennt und annimmt, der muss sterben. Ja, damit ist die einzige Möglichkeit, das Wiener Schnitzel zu schützen. Und zu diesem Mittel möchte ich nicht greifen, abgesehen davon, dass ich die Macht nicht hätte. Ja.
Kultur wurde in der ganzen Menschheitsgeschichte mit Mord und Totschlag verteidigt. Und Eroberungen sind durchgeführt worden unter Anwendung des Genozids. In der Bibel zum Beispiel gibt es die Stelle, wo Moses seine Leute beschimpft, weil er, wie sie in das angenommene, ihnen gehörige Palästina zurückkamen aus Ägypten, und zwar auf kriegerische Weise, in einer Eroberungsphase, nicht wie ihnen aufgetragen war, alles, was atmet, umzubringen, sondern dass sie, obwohl sie Frauen, Kinder, Greise, Männer, alles umgebracht haben, aus Geiz und Gewinnsucht die Tiere leben lassen haben. Also die haben sich die Hühner behalten und die Kühe oder was halt dort war. Ja? Das können Sie nachlesen bei Moses. Ja? Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein Antisemit bin. Also ich habe jüdische Vorfahren. Sondern das haben alle gemacht so. Nicht nur die Juden. Nur bei den Juden ist es halt überliefert worden. Aber das war der Weg, das war die Völkerwanderung. Nicht? Da ist man gekommen, und wer dort war, wenn man selber stärker war und verzweifelter war, ja, denn die Leute, die sagen wir, in dieser einen Völkerwanderung, wir stehen ja jetzt auch wieder in einer Völkerwanderung, nicht? Nur vollzieht sich die nicht mehr so, dass eine große Gruppe einfach die Grenze überschreitet und das in Besitz nimmt, sondern eben durch Fremdarbeiter, durch langsames Infiltrieren, nicht? Aber sagen wir, Deutschland ist bereits unterwandert, ja, und ist jetzt ein Mischvölkerstaat geworden. Und was sich da an Assimilierung und so vollzieht, das weiß, kann auch jeder nachprüfen. Diese wunderbare Vielfalt, ja, an der mir, das ist die Freude meines Lebens, ja, die ändert sich, nicht? Und sozusagen die Menschheit steht dort, wo der Darwin gesagt hat, mir ist leid um den lieben Gott, ja. Aber ich kann, David sagt auch, angesichts der Tatsache, dass es eine Wespenart gibt, die ihre Jungen in einen lebendigen Leib einer Spinne, die Eier legt, in den lebendigen Leib einer Spinne, und die ausschlüpfenden Kinder leben, ernähren sich von der nicht gestorbenen lebendigen Spinne, weil so bleibt sie frisch, bis sie dann ausschlüpfen. Ja? Das kann ein wohlmeinender Gott nicht gemacht haben, schreibt, also sagt der Darwin. Ja? Und wie die Katze mit der Maus spielt, das kann ein gütiger Gott nicht gemacht haben. Ja? Und er drum sagt er, tut mir leid, aber ich kann nicht mehr einen gütigen Gott annehmen. Ja? Und zwar aufgrund der Beweislage. Ja? Und wir stehen nun einer Entwicklung gegenüber, das heißt, dieser technische Fortschritt, ja, den wir ja gar nicht geplant oder absichtlich gemacht haben, der passiert. Ja? Also wir stehen einem Strom, diesen Strom der Evolution, nicht, in dem befinden wir uns, und den kann man nicht aufhalten. Ja? Man kann steuern, und das geht auch nur, wenn sozusagen sich Mehrheiten bilden, die kräftig genug sind. Hier ist das Beispiel sehr schön, der Demokratie im Flug der Stare. Wenn Sie beobachten, diese, weiß nicht wie viel, Hunderttausende, vielleicht eine Million Stare, wenn sie fliegen, ja, dann sieht man sie manchmal als schwarze Kugel, kleine, dann geht das auseinander in eine durchscheinende riesige Wolke, dann zieht sich's oft wie ein Streifen dahin, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, die müssen ja wo landen, ja. Wer landet jetzt diese Million Stare und wo? Und da sieht man, die haben keinen Anführer. Ja? Eine kleine Schar von Wildgänsen haben immer eine Frau als Chefin, ja? Die alte Wildgans, die sich genau auskennt, und die landet dort, wo es sein muss, und da landet sie halt mit ihren 40 Gänsen. Aber mit einer Million
wie landet man dann? Und die, und da sieht man, wie das geht, ja? Die kreisen, ja? Und dann gibt es eine Gruppe, die sagt, landet man da, ja? Und die bricht aus dem großen Schwarm und fordert andere sozusagen, in der Tiersprache ist ja dieses, zum Beispiel, wenn der Hund so macht, dann heißt das Spiel, laufen wir, ja, ich laufe jetzt selbst, lauf du auch, ja, ganz einfache Vokabeln, die halt nicht Englisch, Deutsch oder Italienisch sind, so machen das die, und jetzt kommt es darauf an, kriegen sie genug Gleichgesinnte, ja, wenn ja, dann folgen ihnen, dann zieht sich das plötzlich auseinander, und dann kommen die drauf, da geht's nicht. Jetzt kommen sie wieder zurück, einverleiben sich wieder. Ja? Also es ist in diesem Schwarm, dieser Million, ein ständiges, ganz sensibles Abgleichen von Urteil und Absicht. Und dann landen sie irgendwo. Ja? Und mit der Menschheit ist es natürlich im Augenblick ganz komplex. Einerseits haben wir die Versuche, die sozialen Versuche, die vom Kommunismus bis zum Kapitalismus gehen. Dann haben wir ja angeboren dieses Gefühl für die Einheit. Ja? Was zu mir gehört, da wird alles getan, damit es gut geht. Ja? Anfangs die kleine Familie, die wichtigste. Ja? Dann kommt also eine nomadische Horde. Das ist sehr gut erforscht. Ich empfehle allen Interessierten, sich mit Ethnologie zu beschäftigen, mit Verhaltensforschung. Da erfährt man sehr viel. Nur ja nicht mit Philosophie. Philosophie muss man als Dichtung sehen. Dichtung ist okay. Ja, so wie Eichendorff, Lyrik. Und das ist natürlich was Großartiges. Aber dafür muss man nicht sterben, wenn man nicht das annimmt. Aber wie gesagt, aus der Ethnologie kann, und aus den Naturwissenschaften, da kann man sehr viel lernen. Moment, ich habe jetzt meinen Faden verloren. Vielleicht darf ich dazwischen gehen. Ja. Ich frage mich gerade, woher Ihr Interesse an den diversen Tier- und Menschheitskulturen, wo das herrührt. Und Sie sprachen eben in einem tatsächlichen Sinne von Mord. Claude Lévi-Strauss, Ethnologe, Anthropologe, französischer Abstammung, schrieb in traurige Tropen, dass man nur in dem Maße sich mit anderen Kulturen auseinandersetzen kann, indem man in gewisser Weise Mord an der eigenen Kultur begeht. Und aus diesem Dilemma käme der Anthropologe und Ethnologe nicht heraus. Als ich Sie befragte, wo sind Sie beheimatet, sagten Sie einmal, die Hauptheimat mag Wien sein, aber Los Angeles, New York, Paris, Rom sind ebenso Heimaten. Von asiatischen Städten können Sie das nicht so sagen, weil da wären Sie nur zeitweilig gewesen. Und worüber wir ebenfalls sprachen, war, dass Sie das Gefühl der Zugehörigkeit nicht kennen. Meine Frage jetzt, also Zugehörigkeit, zu diversen Orten, ja, aber die Zugehörigkeit, also Sie sprachen ganz am Anfang des Gespräches von dem Verhältnis, von dem trauten Verhältnis zwischen Mutter und Kind. Und wir reden zwar von Vaterland, aber eigentlich müsste man von Mutterland sprechen. Also das, was Sie in gewisser Weise ja betreiben mussten, war in gewisser Weise das Verlassen des Mutterlandes. Und eine Frage, würden Sie ebenso sehen, dass man in gewisser Weise Mord an der eigenen Kultur im metaphorischen Sinne betreiben muss, um offen, wirklich offen zu sein? Sie würden sagen, nackt offen zu sein für andere Kulturen? Nein, man kann gar keinen Mord an der, da bin ich mit Lévi-Strauss nicht einer Meinung, das ist zu radikal, weil die eigene Kultur kriegt man ja nicht los, genauso wie ich meinen Schrecken vor dem Soße übergossenen Schnitzel nie loskriegen werde, wenn ich auch noch so tolerant bin und natürlich, und ich weiß das hier, dass das Vermischungen gehen. Aber auf die Frage darf ich vielleicht persönlich, aus meinem persönlichen Leben erzählen, was mir sehr geholfen hat, zu der Position zu kommen, auf der ich heute bin. Ich bin
am Land aufgewachsen. Ja? Meine Tante war Lehrerin in einem kleinen Dorf, Taufkirchen an der Bram in Oberösterreich. Sie war ihrerseits gut erzogen in einem Wiener guten Internat, wo sie als Wirtstochter gar nicht hinein hätte kommen können, wenn nicht der Erzherzog im Wirtshaus meines Urgroßvaters gegessen hätte und dort sich so verliebt hätte in die kochende Familie, dass er durch Protektion, allerhöchste Protektion, erreicht hat, dass also die beiden Kinder studieren dürfen. Der Onkel Edmund ist Ingenieur geworden. Jedenfalls war die Tante, konnte Französisch und Englisch und hat Bücher gehabt und unterrichtet in der Volksschule, war ledig, meine Großmutter kochte und mein Vater, Musiker, war immer auf Reisen. Meine Mutter hat gearbeitet und ich war eigentlich, das war mein Elternhaus am Land, das war das Zuhause. Und dann war die Schule, eine Landschule, wo die Bauernkinder waren. Bauernkinder, die in dieser Zeit, das war noch vor 19, ich bin 34 geboren, die haben noch in der Latenzeit gelebt. Ja? Also pferdegezogene Holzleiterwegen und Pflüge und Eggen. Und ich habe mit denen auch, habe dort Kühe gehütet. Ich bin bloß barfuß gegangen. Ja? Also eine ganz andere Welt. Und ich bin jeden Tag zwischen diesen beiden Welten hin und her. Ich habe auch erfahren, die ganzen Bosheiten, die man routinemäßig, die Bauernkinder an mir begangen haben, wie einen eisigen Schneeball mir ins Gesicht werfen, der ich ja ein bisschen verweichlicht ausgeschaut habe oder anders eben angezogen war wie die Bauernkinder. Und ich nicht begreifen konnte, warum man das gemacht hat. Ich habe ihm nie was getan. Ja? Und dann wieder zurück in die umhegte Familie. Das heißt, von Kindheit an hatte ich keine eindeutige Heimat und war deshalb nie der Ansicht, nur so kann die Welt sein. Und das ist eben diese frühe Prägung, die allen, die nur in einer Welt leben, diese Meinung aufdrängt. Das ist die Welt. Ja? So, das ist die Welt. Und wer nicht dazugehört, ist eigentlich kein Mensch. Nicht? Und jetzt bin ich wieder zurück, wo ich den Faden verloren habe. Diese Identifizierung mit der eigenen Einheit, und die hat sich im Laufe der Geschichte immer vergrößert. Von der Familie zu einer Dorfgemeinschaft. Vorher war noch natürlich die sogenannte Horde der Nomaden, also das Nomadisierende, die eben... Ich bin selber ein Nomade geworden, aus Not. Ich bin aus Österreich weg, weil dort meine Arbeit, ich wurde eben ausgelacht. Ne? Auch meine Filme wurden verlacht und ich musste eben raus und bin dann erstens zuerst in Europa herumgezogen und dann nach Amerika. Und dort traf ich mich mit anderen. Dort war eine Bewegung der unabhängigen Filmmacher und die haben mich mit offenen Armen aufgenommen und plötzlich war eine neue Beheimatung auch da und wieder eine andere Welt. Also ich war nie in dieser einzelnen Prägung. Und das heißt, mein Denken ist natürlich durch den Lebenslauf bestimmt. Ja. Und ich war immer distanziert und immer ein Einzelgänger. Ich habe wohl, also Gruppen haben versucht, Ich bin nie zur Wiener Gruppe, obwohl ich mit allen sehr gut befreundet war. Und dieses Außenstehen hat mir aber eben auch eine andere Perspektive eingebracht. Da gibt es ein sehr schönes Zitat von Nietzsche, der sagt, ich gebe es jetzt in Prosa wieder, es ist ein Gedicht, er möchte sich besser kennenlernen und deswegen möchte sich von einer Distanz sehen. Und er möchte aber nicht einmal so weit sein wie sein bester Freund. Doch zwischen dem und mir die Mitte. Ja, das reimt er dann auf Bitte.
Also er möchte aber eine Distanz gewinnen. Ja? Und ich habe diese Distanz von Kindheit an irgendwie miterlebt, denn ich konnte nicht sagen, ich bin ein Bauernbub, aber ich konnte auch nicht sagen, ich bin ein junger Bürger. Ja? Ich war beides und bin umgestiegen so und so täglich mehrmals. Später habe ich dann auf der russischen Seite, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir gewohnt über der Donau und das Gymnasium war in der amerikanischen Zone und ich bin jeden Tag zwischen Russland und Amerika vorbeigefahren, wobei mich die Russen jeden Tag mit DDT desinfiziert haben. Da musste man aussteigen aus der Tramway und den Arm heben und dann haben sie da hinein und ich hatte dann jahrelang Hautschwierigkeiten, nicht? Weil das war ja nicht gerade gesund. Aber das waren auch diese beiden Welten, die habe ich jeden Tag gesehen. Nicht? Also, und das war ein völlig andere Welt. Bei den Amerikanern hat alles sofort geblüht und neue Geschäfte und so. Und die Russen haben damals ihre Soldaten hinter Stacheldraht gehalten. Und dann eben Europa, Amerika, also immer zwischen den Dingen. Und ich habe es nie vermisst, irgendwo ganz fest dazuzugehören. Also ich würde ganz gerne nochmal einsteigen. Es gibt noch so einige andere Beispiele, die Sie mir erzählt haben, die man, glaube ich, jetzt auch gar nicht referieren muss, wie das gemeinsame Zuschauen eines Fußballspiels und Sie dann dachten, Sie gehören mit dazu und freuten sich mit den Bauernjungen und die sagten, wieso, ist doch nicht deine Mannschaft. Was eine fast traumatische Erfahrung war, des Nicht-Dazugehörens. Ja, richtig. Ja. So, jetzt wollen wir es psychoanalytisch nicht vertiefen, könnte man sicherlich, wollen wir aber nicht tun. Was mich interessiert ist, diese Erfahrung der Distanz oder der Entfernung, also die Entfernung von der Truppe. Welchen anderen Blick hat diese Entfernung von dem Zentrum der Heimat oder von dem Heimatgefühl? Welche Erfahrung oder welch anderes Sehen oder Denken hat diese Entfernung bewirkt? Inwieweit schaut man anders oder denkt man anders, wenn man dieses Dazwischen immer mit sich trägt? Mein Gott, anders, für mich ist es nicht anders. Ich kann gar nicht anders denken, als wie ich denke. Ich möchte das vertiefen, so, ja. Da Sie ja Bücher lesen. Ja. Und sicherlich auch Bücher lesen von denjenigen Autoren, die sich nicht entfernt haben. Werden Sie zumindest aus Ihrer Leseerfahrung wissen, wie anders die Welt ausschaut, wenn man die Heimat nicht in der Form normalisierenderweise verlassen hat. Insofern denke ich, können Sie für den es selbstverständlich ist, so zu denken, so zu sehen und so zu hören, denke ich, glaube ich, gleichwohl sagen, was wohl an Ihrer Art offensichtlich anders ist. Naja, ich habe eben eine Heimat, in der es viele Welten gibt. Ja? Mir macht es nichts, zu Mittag selber zu kochen, am Abend in ein chinesisches Lokal zu gehen und dann mit den Italienern in New York ist das ganz normal, den späteren Abend zu verbringen. Allerdings wünsche ich mir immer, dass das eine noch nicht vermischte Sache ist. Es gibt nichts Schrecklicheres als ein normales chinesisches Restaurant in Düsseldorf oder in Wien, ja. Und das ist das Problem. Ja, ich liebe Leute, die bei ihrer Kultur bleiben. Und ich bleibe zum Beispiel auch bei meiner Kultur, wenn ich koche. Ich koche nur Dinge, die ich probiere manchmal was aus, aber ich koche Dinge, die ich akzentfrei sozusagen kochen kann, auf die ich geprägt worden bin, wo ich genau weiß, wie es schmecken muss und ich koche mich dorthin, wo es richtig ist. Und jetzt sind wir wieder da, also mein Begriff, die kulturelle Wahrheit. Ja? Es gibt keine absolute Wahrheit, es gibt nur kulturelle Wahrheiten. Ja? Die gibt es, die sind historisch begrenzt und sind örtlich begrenzt. Und da es ja keine
Form der Existenz für Menschen gibt, die als einzige eben anzustreben wäre, sondern dass man als kleiner Bauer genauso voll richtig sein Leben leben kann wie als wie der Einstein. Ja? Verträgt sich das. Ja? Also wie es aber ich habe in Frankfurt einen italienischen Pizzamacher kennengelernt, Rocco, der als Arbeiter angefangen hat und dann wollte er nicht mehr in die Fabrik gehen und dann hat er gesagt, ich mache Pizza. Und der hat das Wissen mitgebracht von zu Hause, lebt bei Salerno unten, Policastro, und hat selber den Pizzaofen gemacht. Ja, ein wunderbares, archaisches, geniale Erfindung, nämlich kapitalistisch Hitze zu speichern, anzusammeln und dann zu haben. Ja, der Pizzaofen hat diese dicken Wände, nicht? Und dann heizt sich unten ein und dann geht die Hitze in diesen Lehmmantel und bleibt dort. Die kehrt jetzt mir. Ja, das Feuer brennt gar nicht mehr, braucht gar nicht mehr brennen. Und jetzt schiebe ich den Teig hinein und das wird gebacken. Ja, das hat er gemacht und es war wunderbar. Ja. Ich esse gern Eier zum Frühstück und habe gesagt, können Sie mir Spiegeleier machen? Später gerne. Dann hat er gesagt, na, natürlich kann ich. Und dann hatte er so kleine Keramikschalen. Und dann habe ich gesagt, nur mit Öl halt. Nicht? Und dann hat er die Eier reingeworfen, hat obendrauf Öl gegossen und hat das dann in den Ofen geschoben. Denn der hatte keine Ahnung, was ein Spiegelei ist. Er konnte nur, also Pizza konnte er machen, aber Spiegelei nicht. Ich habe das lange nicht kapiert, dass der nicht weiß, dass das Öl unten hin soll, ja, und das Ei drauf. Ja. Und dann habe ich mich daran gewöhnt, das war wunderbar. Dieser Pizza... auch dieser Rauchgeschmack, nicht, der dann reinkommt. Und das, ja, und dann hat er angefangen, was allen passiert. Nicht? Dann sind eben sein deutsches Publikum und dann hat er gesehen, wenn er eben eindeutscht seine Gerichte und so, dann kommen mehr Leute und er hat weniger Beschwerden. Ja. Das passiert zum Beispiel allen Thai-Lokalen, allen, die scharfe Küche haben. Ja. Wir haben unlängst erlebt in Wien ein vietnamesisches Lokal, da haben sie geschrieben gehabt, also grüne Papayasalat und ein Sterndl drauf und ein Stern heißt scharf. Ja. Dann haben wir das bestellt und gegessen und es war vom Schaf keine Spur. Und dann habe ich gesagt, wieso machen Sie das? Ja, letztes Mal war einer da, der hatte ein kleines Stück so roter Paprika gefunden, hat sich beschwert. Ja, jetzt macht das einfach nicht mehr scharf. Er tut den Stern drauf, die Leute bestellen, kriegen es mild und niemand sagt was. Ja? Das ist dieser, wie wenn man einen Stein ins ständiges Sandwasser legt, der wird eben abgerieben. Das ist ein Prozess, den nur... Da kann man wieder sagen, Dickschädel, Wahnsinnige, die können dem widerstehen. Ja? Ich bin als Leiter meines von mir selbst gegründeten Filmmuseums mit einem Kollegen Kohnlechner habe ich das gegründet und solange wir das gemacht haben, ist kein Film gespielt worden mit einer Synchronisierung oder mit einem Untertitel. Weil ich der Ansicht bin, dass ein Film... Wenn er Untertitel hat, ist er zerstört. Und wir haben japanische Filme gezeigt ohne Untertitel. Und in den ganzen 40 Jahren, in denen wir dort waren, hat es, glaube ich, 3 Beschwerden gegeben. Ja? Und so war das halt. Ja? Das heißt, man kann, wenn man darauf besteht und wenn man etwas Richtiges macht, dann geht das auch. Ja, weil der Widerstand ist immer schwächer wie die Aktivität eines, der wirklich tut, woran er glaubt. Also das Thema Film will ich nicht vertiefen, weil die Neugierde auf morgen Abend sollte nicht genommen werden. Und ich möchte ganz gerne nochmal zurück zum Begriff der kulturellen Wahrheit. Es gibt natürlich auch die Wahrheit des Auges, die Wahrheit des Mundes, die Wahrheit der Nase, die Wahrheit der Augen. Und da Sie so viel über Essen reden...
und wir auch angestreift haben, über Welterfahrung zu reden. Auf welche Weise oder was lässt sich über andere Kulturen dadurch sagen, dass man mit dem Gaumen die chinesische Küche, die koreanische Küche, die französische Küche etc. etc. genießt? Was lässt sich über den Gaumen erfahren über andere Kulturen? Ja, also der Gaumen als letzte Urteilsstation auf dem Weg in den Körper ist ja zu weit oben. Was die Speise wird ja beurteilt nicht vom Esser bewusst, der hat schon den Geschmack, sondern sie wird vom ganzen Körper beurteilt. Und wenn ich falsch gegessen habe, ist mir dann schlecht oder ich wäre krank. Ja, und ich fühle mich schlecht. Ja. Das ist die eigentliche Beurteilung, aber dann ist es zu spät. Deswegen haben wir arbeiten die Sinne als Vorprüforgane über die Distanz. Am weitesten Weg ist das Auge. Ja. Das Auge kann aber nie die Qualität feststellen eines Ingredients, einer Speise, sondern kann nur vergleichen mit ähnlichen Dingen, die ich schon gegessen habe und die genauso ausgeschaut haben. Darum ist zum Beispiel die heutige Tendenz der Sternelokale, die für die Augen arbeiten in erster Linie, vollständig daneben. Ja? Eine Speise wird im Mund gelesen und nicht mit den Augen. Ja? Das ist ein eherner Satz. Ja? Drum ist dieses scheußliche Sternefressen, ja, diese geschichteten Speisen mit den 20erlei Zutaten in einem einzigen Gericht und diese Architekturen da, das ist was Scheußliches, ja. Zum Beispiel, es gibt doch diesen Begriff der Lieblingsspeise, nicht? Also zum Beispiel Wiener Schnitzel ist meine Leibspeise, ja? Oder gefüllte Kalbsbrust. Oder, aber zu sagen, meine Lieblingsspeise ist, Saint-Jacques-Muschel in einem Kiwi, in einer Kiwi-Mousse mit Schokolade, Trüffeln, lauwarm, das geht nicht, ja? Weil das merkt man sich nicht. Wenn man diese Dinners isst, dann weiß man am Schluss, hat man sich nichts gemerkt. Und das ist eben ein Müllhaufen. Ja? Das ist das Charakteristikum dieser Küche. Es ist ein gestylter Müllhaufen. Ja? Und wird gestützt durchs Auge. Ja, und das Auge ist das am wenigsten Wichtige. Ne? Können Sie mit den Augen essen? Ich kann mit geschlossenen Augen wunderbar essen. Ich weiß genau, was das ist. Ja? Braucht das Auge gar nicht. Das Auge ist für weit weg. Ja? Also das heißt, Auge, Geruch, schon näher, ja? Dann Tasten, ja? Angreifen. Also ich sehe den schönen Apfel, ich rieche dran. Oh. Er schaut schön aus, ich habe gerochen, jetzt greife ich ihn an, er hat keine Konsistenz, nehme ich nicht. Ja? Kann er noch so schön ausschauen, noch so gut riechen, wenn er so maschig ist, esse ich ihn nicht. Er ist nicht weich, ich esse ihn und er schmeckt mir nicht gut, ich spucke es aus. Ja? Dann kommt the point of no return. Ich entscheide mich, ich esse es. Das ist ein Akt, wo das Leben am Spiel steht. Ja? Drum, also wenn man noch mit Leuten umgeht, die noch wissen, was Kochen ist, Kochen, die in unserer Zivilisation verbliebene Möglichkeit, selbst verantwortlich zu sein über das eigene Schicksal am nächsten Tag. Ja? Welcher Bankdirektor kann das? Der Bill Gates? Nein. Der macht nichts, was damit zu tun hat, ob er am nächsten Tag noch lebt. Aber jeder Koch macht das so jeden Tag. Ja? Also das Kochen ist eine der rettenden Oasen oder Standpunkte, wo man auch wieder einen Blick auf die Zivilisation bekommt.
Ich habe schon wieder den Faden verloren. Macht nichts, dann kann ich einen Schnitt vornehmen. Ja. Sie haben eben dieses Performst, ein Beispiel für die Verbastardisierung des Essens gebracht. Glauben Sie oder hat der Begriff der kulturellen Differenz, macht er für Sie Sinn? Meine Frage zielt ja darauf, inwieweit, wenn diese Verbastardisierung nicht in der Form forciert ist, eine reine französische Küche werden wir heute kaum noch kriegen und eine reine chinesische Küche ebenfalls nicht. Aber dennoch ist ein in China eingenommenes chinesisches Mahl etwas weit anderes, als wenn man in einem noch so guten chinesischen Restaurant beispielsweise in Düsseldorf essen geht. Lässt sich durch das Essen dessen, was in einer anderen Kultur zu sich genommen wird oder also einverleibt wird, lässt sich durch diese Vereinverleibung etwas sagen über, ich würde jetzt mal sagen, kulturelle Differenz? Ich weiß nicht genau, was Sie unter kultureller Differenz verstehen. Meiner Ansicht nach über alle Kunstwerke, also Semmelknödel oder Bachfugen oder Van Gogh oder James Joyce, ist, dass die Kunstwerke nicht allgemein sind. Ja, das ist der Irrtum, dass es immer heißt, die Musik ist universell. Ja, so ein völliger Blödsinn, weil die Chinesen verstehen unsere Musik nicht und wir verstehen die chinesische nicht, wenn wir sie nicht zu verstehen, wenn wir nicht verstehen lernen. Ja, zum Beispiel von großen Leuten, auch Musikern, wurde oft die chinesische Musik beschrieben als das Kreischen von Katzen, das unkontrollierte Lärmen von Blech. Wenn man sich damit befasst und die chinesische Musik eben erlernt, wie man auch Französisch lernen kann, dann hat man ein bisschen einen Zugang, aber nicht den wirklichen. Und das ist jetzt etwas, niemand kann ganz eindringen in das Lebensgefühl einer anderen Kultur. Das ist etwas, was eben nicht geht. Ich glaube, es gibt auch keine Übersetzung. Ja? Warum gibt es das Französische? Weil sie anders denken. Ja? Man kann vom Französischen ins Deutsche nicht übersetzen, vom Italienischen ins Spanische nicht übersetzen, weil sonst wären das nicht zwei Länder. Ja, mit anderer Sprache denkt man auch anders. Archaische Beispiele, Neuguinea, ja, da gibt es diese Höhenrücken und dann laufen die Täler so runter. Und es gab dort 5000 Sprachen. Und zwar für jedes Tal eine eigene Sprache. Und innerhalb dieses Tales war es eine fest verschworene Gemeinschaft, kommunistisch. Das heißt, einer hat gejagt, trägt die Jagdbeute, legt sie der Großmutter vor die Hütte und geht wieder fort, als sei es nicht gewesen, und die Großmutter verteilt an alle. Ja? Also Versicherung, alles wird geteilt innerhalb. Traf man einen vom Nachbartal in einer schwächeren Position irgendwo an der Grenze, hat man umgebracht, ganz normal. Ja? Todfeindschaft zwischen jedem dieser Täler. Ja, eine eigene Kultur in jedem dieser Täler und eine eigene Sprache und eine andere Ansicht über die Welt, eine andere Lebenseinstellung. Das ist das Modell für die heutigen Nationen. Ja, jetzt ein wunderbares Beispiel ist dieser Wahnsinn, den die EU betrieben hat gegenüber Russland. Ja, mit dem Ermutigen der Ukraine und dann mit dem Ziel und auch ausgesprochen hat, dass die Ukraine zur NATO gehen soll und sich erwarten, dass die Russen das einfach einstecken. Ja? Und es geht nicht darum, ob die Ukrainer jetzt verdienen, dass sie da auch bei uns sind. Ja? Es geht darum, dass die Politik mit Kraft und Macht gemacht wird und nicht mit irgendeiner Rechtsvorstellung. Und die EU hat überhaupt keine Möglichkeit, die Russen zu verhindern, das einzustecken, was sie wollen. Es wurde auch nicht untersucht, warum
die Separatisten weg wollen von der Ukraine. Darauf gibt es einige Antworten, weil sie nämlich schlecht behandelt wurden als eine Minderheit, die nicht sprechen kann. Wobei der Unterschied zwischen Ukrainisch und Russisch ist, so wie zwischen den Friesen und den Düsseldorfern, nicht größer, ja, eher kleiner. Und jetzt wird da ein Krieg, ein Wirtschaftskrieg entfacht, der Milliarden jeden der beiden Seiten kostet. Und es wird so getan, das zahlt eh die EU, den Ausfall bei den Bauern, wobei das aber vernichtet wird, ja, das Obst. Und wer zahlt das denn? Wo kommt das Geld her? Es werden reale Werte vernichtet, nur damit sich der andere ärgert. Und dann zu sagen, den Russen schmerzt es mehr wie uns, ich will überhaupt nicht, dass es jemand schmerzt. Ja? Und wenn schon EU, dann sollen auch die Russen zur EU. Warum waren ja immer Europäer? Ja? Also, und dieser leichtfertige Wahnsinn, ganz wie vorm Ersten Weltkrieg, ganz ähnlich, ja? Wo sich dann aufschaukelt, weil sie den Fehler gemacht haben, aber nicht eingestehen wollen, dass das jetzt durchgezogen werden muss. Das ist die beste Kriegsmechanik, die es gibt. Ja, dass man da nicht mehr zurück kann, sonst ist man blamiert. Ja. In der Situation sind wir jetzt. Und das, wenn man jetzt an Globalisierung denkt und an die Möglichkeit, also im Frieden zu leben, das hätte ich nie zum Beispiel erwartet, dass das hier passieren kann. Ja. Wobei sie auch diese Bürgerkriege in Jugoslawien vor Augen haben. Ja. Und wie leicht das geht. Und wenn ich jetzt noch was anfügen kann, nämlich, wofür bin ich? Ja? Und wenn man jetzt das Modell des Weltfriedens durchdenkt, ja, dann kommen einige interessante Sachen her. Das heißt, das Modell des Weltfriedens ist eine total domestizierte Menschheit, ja? Friedlich, brav, gut ernährt, die anfängt, sich zu verzehnfachen, verhundertfachen. Ja? Die Welt wird dann sich schwerer drehen, weil es Milliarden an Menschen gibt, ja? Die alle brav sind und so weiter. Das heißt, und wie glücklich leben die? Nicht? Die leben dann in der einsprachigen, völlig gleichen Kultur, globalisierten Kultur. Und was ist dann erreicht? Da wird es dann Leute geben, die sagen, ich weiß nicht, wie die Welt noch wild war. Jetzt ist sie wild. Nicht? Also niemand, die einzelnen Länder und Nationen reagieren wie ein wildes Tier. Und ein wildes Tier ist, das auf sich selber gestellt ist. Nicht? Das nicht eben sich unterordnet in eine globale Domestizierung. Ob das nicht gescheiter war? Ja, und dann ist die zu ratende Lösung eigentlich, bleiben wir bei der eigenen Kultur, nicht globalisieren, aber aufgeben des Wahrheitsanspruches, aufgeben, wie soll man sagen, einführen einer mäßigenden Vernunft. Ja? Also ich glaube nicht, dass es diese große Lösung auch je geben wird. Ja? Also auch wenn mich selber und uns alle interessieren würde, darüber noch mehr zu erfahren, würde ich gleichwohl, weil wir auch alles nur anreißen können, nochmal jetzt ansetzen, was Sie andeuten. Mir ging eben durch den Kopf, apropos Welterfahrung oder Kulturerfahrung. Also wenn jemand in Wien oder jemand in Berlin oder in Düsseldorf sich so sehr für mongolische Musik interessieren würde, dass er beginnt, mongolische Musik zu machen. So wird aus dem Österreicher oder dem Berliner oder dem Wiener oder wer auch immer mit Sicherheit kein Mongole. Nein, er macht keine mongolische Musik. Nee, was mich aber jetzt interessiert, weil ich gleichzeitig bei dem Beispiel Sie vor Augen habe in Ihrer Werkstatt mit all den Sammelobjekten, der um mir oder den Besucher etwas zu erklären, sofort aus den Regalen Dinge herausgreift, um mit Mund, nicht nur mit Augen, mit den Händen diese Gegenstände zu erfahren, um dadurch, dass sie mit den nackten Wahrnehmungsorganen erfahren wird,
versuchen Sie ebenfalls, etwas über Gegenstände, die aus einer anderen Kultur stammen, zu erfahren. Was, glaube ich, nichts anderes ist, als das, was derjenige, der sich für mongolische Musik nicht nur begeistern, sondern den das fasziniert und der wissen will, wie diese Musik funktioniert und dadurch ein bisschen mehr von dem verstehen will, indem er diese Musik eben macht und nicht nur hört. Was lässt sich vielleicht erzählen Sie ein bisschen, was lässt sich erfahren, indem Objekte, Instrumente bemundet werden, um zu hören, was das eine, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es Waffen in Ihrer Sammlung, die aber gleichzeitig von diversen Kulturen auch noch als Instrumente benutzt werden. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Sie das gelesen haben, sondern Sie haben es erfahren dadurch, dass Sie sahen, da sind Löcher, das sieht aus wie eine Flöte, versuche ich doch mal, diese Objekte wie eine Flöte zu benutzen. Ist das so? Ja, also Sie sprechen da jetzt natürlich das Thema der Weltmusik an, nicht? Wozu zu sagen ist, dass es in der Geschichte natürlich Beispiele gibt, soweit man zurückverfolgen kann. Es haben sich die Kulturen immer gegenseitig beeinflusst. Telemann hat in Frankfurt geschrieben ein Stück à la Turca. Ja, der Bach hat choralisierende Sonaten geschrieben. Die Polonaise ist aufgenommen worden in den urdeutschen barocken Musikschatz, ja, also in die Musiksprache, das hat es immer gegeben. Allerdings die Deutschen sind dabei Deutsche, ich spreche jetzt von der Barockmusik, ja. Deutsche Barockmusik unterscheidet sich von der polnischen und der italienischen durchaus, auch wenn die Deutschen eine Polonaise dann geschrieben haben, ist es trotzdem eine deutsche Musik gewesen. Heute gehen diese Synthesen darüber hinaus, aber es gehen ja auch die Nationenzugehörigkeiten über das hinaus, wenn sie hier eben in Wien gibt es Chinesen, wenn sie die nicht sehen und sprechen hören, dann sprechen die ein gehobenes Hitzinger Wienerisch, ohne jeden geringsten Akzent. Weil die Eltern, die wohlhabend sind, haben es halt in ein Internat geschickt und dort sprechen sie jetzt das heutige Österreichisch. Dreht man sich um, das ist eine volle Chinesin und ihre Freunde auch, ja, und die schalten um und sprechen Chinesisch, kochen Chinesisch. Davon gibt es also hunderttausende Fälle in Europa. Das ist eine andere neue Situation. Ich persönlich mag diese Synthese in der Musik, die Weltmusik überhaupt nicht. Ich suche Musik, wenn ich also Aufnahmen mir suche, dann Feldaufnahmen von irgendjemand, der wohin gegangen ist und das Mikrofon hingehalten hat. Und das gilt auch für die österreichische sogenannte Volksmusik. Dass die Volksmusik in Österreich und Deutschland, wie sie jetzt im Fernsehen also zu hören ist, das gehört zu dem Grauslichsten, was in der Musikgeschichte passiert ist. Nicht diese gewissen Gitarre-Mörder, die da ihre grausigen Sachen herunterklempern. Das ist nicht Volksmusik. Ja? Also heutzutage sind ganz andere Dinge da, eben die Vervielfältigung, das Geld, die Tatsache zum Beispiel, ich bin jetzt ganz offen, ich bin hier hereingekommen und war entsetzt, dass hier eine Hintergrundmusik vor sich geht, bevor die Diskussion beginnt. Ja, ganz wurscht, was da gespielt ist. Aber wie kann man so etwas machen? Das darf doch nicht sein. Es muss Schweigen sein vorher. Es ist ja gar keine Notwendigkeit, dass überall Musik erklingt. Im Lift, im Flugzeug, im Restaurant, auf der Toilette. Das ist das Grauen meines Lebens. Ja, ich wurde nicht vergewaltigt und meine Eltern wurden nicht erschossen, aber ich muss täglich mich meine Ohren füllen lassen mit etwas, was ich nicht haben will. Und ich kann sie nicht verschließen, es bleibt dir nichts über. Entschuldigung.
Bei der Erregung hat mir die Kehle ausgetrocknet. Im Visuellen ist es ähnlich. Dieses Unterwandern zum Beispiel. In Amerika werden ja alle Spielfilme im Fernsehen unterbrochen und dann kommt Werbung. Und das ist so massiv, dass es ja gar nicht mehr Film mit Werbung ist, sondern es ist Werbung mit Film dazwischen, ja, so kleine Filme. Und ein Spielfilm, der sonst so 120 Minuten vielleicht dauert, dauert dann 4 Stunden, weil er einfach so auseinander gedehnt wurde durch diese, dadurch, dass er nur als Einsprengsel existiert. Also es gibt, früher hat es die Pest gegeben oder war es die Inquisition und heute gibt es die Werbung und die Hintergrundmusik. Ja. Ist grauenhaft, ja. Als normales Säugetier, wie komme ich da dazu? Ja. Und es ist auch nicht böse gemeint. Ich meine, das ist nicht nur hier, das ist also weltweit. Sie brachten den Begriff der Weltmusik ein. Das lässt sich natürlich auch auf den Begriff der Weltkunst. Und dazu fällt mir so ein Beispiel ein. Also Yoko Ono präsentiert sich, wenn man mit ihr ein Gespräch macht, als Repräsentantin von Weltkunst. Redet man mit ihr aber länger, so merkt man, wenn man ein bisschen davon versteht, dass in der Art, wie sie sich dem, was sie tut, annähert, eigentlich ostasiatisches Denken steckt. Und deshalb für mich die Frage gehört, wenn man heute erfolgreicher Künstler sein will, dazu, dass man sich quasi einem Zwang zur Weltkunst beugt, statt die Nuancen, die es jenseits davon gibt, also auszuspielen als Künstler? Also ich möchte Yoko Ono nicht als Repräsentant irgendeiner Kunst oder irgendeines Denkens sehen. Das ist für mich eine Gesellschaftsperson. Schickeria und einfach reiche Dame, also zu der habe ich keinen Zugang. Aber ich bin nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsen, nach dieser Domestizierung des Volkes durch die Nazis. Und als wir jung waren, da gab es zum Beispiel keine Information über die moderne Kunst und was das gebracht hat, und wir haben lange gebraucht, um die Quellen zu finden. Für mich war ein großes Erlebnis, wie der Deutschlehrer gesagt hat, da gibt es ein Buch, das hat eine geschrieben, das Buch ist so dick und da schildert er nur einen einzigen Tag, und der Mann ist aus Irland und heißt James Joyce. Und da wusste ich, das ist das größte Buch, das je geschrieben wurde, obwohl ich noch keine Zeile davon gelesen habe. Das war, was mir vorgeschwebt hat die ganze Zeit im Geschichtsunterricht. Ich will nicht die Schlachten von den Schlachten lernen, ich will wissen, was die jeden Tag und was sie gedacht haben. Ja. Und dann habe ich das Buch bekommen und dann war das so. Ja. Dann da, also für mich ist der Joyce mit dem Bach einer meiner großen Heiligen. Ja. Ich habe dann seine Biografie gelesen und da kommt dann heraus, dass er eine absolute Drecksau war, wenn man das so normal formuliert. Er war furchtbar. Ja. Das will ich jetzt nicht beschreiben, aber dass jeder von Ellmann gibt es diese wunderbare, der übrigens aufhören wollte, die Biografie zu schreiben, weil er den Joyce nicht mehr ausgehalten hat. Ja. Das spricht das Thema an: Kunst, Künstler, Werk und Person. Ja, das ist also nicht eine Einheit. Helfen mir jetzt noch einmal. Ich möchte dazu sagen, ich verliere immer wieder den Faden. Davon komme ich nicht weg. Und das ist ich bin auch ganz froh. Bitte? Ich bin auch ganz froh, weil ich dann die Möglichkeit habe, dazwischen zu gehen. Ja. Also ich selber will jetzt von meiner Seite quasi zu einem halbwegs Ende kommen. Und also wenn man jetzt meinetwegen die Entwicklung lenken könnte, wenn man eingreifen könnte, also wenn man eine Gruppe von Menschen fände, die mit einem eine andere Vorstellung von globalisierter Welt entwickelt, die nicht den Wirtschaftsinteressen folgt. Was wäre der Beitrag innerhalb eines solchen Kollektivs, das sich eine Vorstellung macht, wie eine globalisierte Welt aussehen könnte,
wo die Übergänge, die Zwischenräume nicht verloren gegangen sind, nicht vernichtet worden sind. Was wäre, also den Begriff der Utopie hören Sie ungern, würden Sie radikal ablehnen? Nein. Was wäre, dann sei gestattet, ja. Was wäre die Utopie? Ja. Annäherungsweise. Ich habe gesagt, ich habe da keine Utopie, weil eben das Paradies mir immer langweilig war. Ja? Ich wollte nie in den Himmel kommen, weil auf der Wolke sitzen und Gottes Gesicht anschauen, das ist mir immer... In der Hölle, es ist, da waren die ganzen lustigen Leute. Nicht? Und das, also das heißt, ich habe dafür keinen Vorschlag. Für mich selber, schauen Sie, auch das Kollektiv, welches jetzt aktiv einschreitet. Ja, das ist in der Geschichte, die Griechen haben, wenn es notwendig war, wenn die Perser gekommen sind, dann haben sie einen Diktator bestimmt, also einen Feldherrn, dem haben sie gehorcht, solange bis die Perser besiegt waren. Am nächsten Tag haben sie den Alkibiades, der zum Beispiel, der da der Feldherr war, mit einem Scherbengericht in die Verbannung geschickt. Weil das war erledigt. Ja? Also man hat ein Projekt gehabt, dann was gemacht und dann um Gottes Willen schnell weg mit den Kommandanten. Und ich habe kein Projekt. Ich weiß es nämlich nicht, in welche Richtung ich das führen sollte. Ich für meine Person habe zwei Maxime, die ich mir nicht selber erfunden habe, sondern die sich ergeben haben. Auf der einen Seite bin ich kompromisslos, wie soll man sagen, ein Beobachter. Ja, ich beobachte, wofür, sagen wir, jeder Arzt wird mir recht geben. Zuerst muss die Anamnese da sein. Zuerst muss man also aufnehmen, draufkommen, was die Krankheit ist. Und dann erst kann man operieren und etwas machen. Ich habe diese Untersuchung nicht in einer Weise beenden können, dass ich jetzt sagen könnte, so gehört die Welt und das machen wir jetzt. Das leider nicht. Ja? Ich habe vielleicht heute hier ein paar Anregungen gegeben, dass man etwas neu sieht, aber ein Rezept habe ich nicht zu vergeben. Für mich, ich habe nie Kompromisse gemacht in meiner künstlerischen Arbeit, habe das so teuer bezahlt, wie man es halt bezahlen muss, mit Verlust von Geld. Also ich habe nie leben können von meiner künstlerischen Arbeit, ich habe unterrichtet. Ich bleibe bei meiner Leisten. Ja? Das heißt, das, was ich kann, mache ich, ohne zu versuchen, es zu vermarkten. Also ein anderer Hauptfan von mir ist das Marketing. Ja, das ist auch eine Sache, die Welt ruiniert. Dass man nämlich Leuten was einredet, was sie gar nicht wollen und überhaupt beim Produkt nur daran denkt, ob man es verkaufen kann. Also ich selber koche mein Schweinsbraten und ich singe oder lese und das heißt, ich mache meine Sache ohne Ansehen, ob das jetzt verkaufbar ist oder ob das in die Kunst passt oder irgendwo. Also das ist schon etwas, was ich gerne empfehle, ja, dass man etwas, woran man glaubt und was einem Freude macht, das muss man spüren lernen, was man eigentlich will, das soll man tun. Ja. Und nicht der Weg der Politik, dass ich sage, steh jetzt auf, halt eine Rede an 10.000 Leute und dann machen wir das. Sondern ich bin auch drauf gekommen, das Beispiel ist viel wichtiger wie die Propaganda. Ja? Denn das geht schon aus dieser Grundlage der Menschheit hervor, die kleinen Kinder machen nicht das, was der Vater sagt, sondern sie imitieren, was er tut. Und das ist meiner Ansicht nach das Rezept, dass man jeden, das kann ich jedem geben. Ja? Mach das, was du, bleib bei deiner Leistung. Wenn Sie erlauben, öffnen wir die Runde hin zu Ihnen. Fragen? Ja, wir haben hier ein Mikro. Ich darf vielleicht mal von meiner Seite sagen, herzlichen Dank für dieses Gespräch, was das Thema, dieses ominöse Thema Globalisierung, das ist uns schon auch bewusst, dass wir da was anpacken, angreifen, was wirklich schwer zu packen und auf einen guten Punkt zu bringen ist. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, Herr Kubelka, und
lieber Norbert Joks, dass ihr das so weitläufig, aber trotzdem mit so ganz wunderbaren Bildern gefüllt habt. Wobei ich, wenn ich das mal von mir aus sagen darf, diese Vorstellung vom starren Schwarm, die finde ich, also die wird mich bestimmt nicht mehr loslassen. Also diese Vorstellung vom starren Schwarm. Ach so, ja. Das fand ich also so als Bild für die Menschheit, wie wir zusammen um den Globus fliegen und wie sich Entscheidungen nach Einzelnen vielleicht treffen. Danke, das war wirklich sehr, sehr, sehr schön. Und jetzt möchte ich aber gerne, wenn Sie noch eine Frage, einen Kommentar oder auch irgendwas hervorheben wollen, gerne das Mikro an Sie geben. Vielleicht sind auch alle so erfüllt und dann würde ich hoffen, dass wir uns morgen wiedersehen. Vielleicht ein bisschen Geduld. Ich kann nur einen Tipp geben. Es gibt in Düsseldorf durchaus Wiener Schnitzel ohne Soße zu essen, ja? Reichlich. Ja, ja, das bezweifle ich. Das kann schon sein. Ja, ja. Ja, ja. Nein, nein, das war jetzt gar nichts gegen Düsseldorf. Nicht in Düsseldorf gibt es sehr gute. Ja, die Düsseldorf haben dann schon auch. Aber ergreifen Sie die Chance, Fragen zu stellen, denn also morgen ist er zwar noch da, aber dann ist er wieder verschwunden und man hat nicht alle Tage die Gelegenheit, also einen doch so recht interessanten Gesprächspartner zu haben. Und ich denke, ist ja vieles angesprochen worden, was auch der Vertiefung noch bedarf. Also übe ich mich in Geduld und warte noch auf Fragen und wir. Ja, vielleicht nicht vertiefen, aber ich möchte jetzt mich wirklich ganz herzlich bedanken bei Ihnen für Ihren Rat, jetzt bei sich zu bleiben. Also ich finde, das ist ein zentrales Anliegen und wirklich herzlichen Dank dafür, dass Sie das gesagt haben. Danke. Darf ich fragen, was Ihre Muttersprache ist? Russisch. Russisch, ja, sehr gut. Das ist eine der schönsten Sprachen, die ich versucht habe zu erlernen, aber ich lerne die Sprachen nur, wenn ich länger, also wo sein kann, und das ist, war mir leider mit Russland nicht möglich. Aber weil wir eben schon gesprochen haben von EU, ich würde das so sehr wünschen, dass also Russland mit, wenn es schon eine EU gibt, nicht dabei ist. Und diese jetzt vonstatten gehende Graben, nicht? Das ist was Schreckliches. Ja. Ein entsetzlicher Rückfall ist das. Ja. Also mir ist noch eine Frage eingefallen. Wie denken Sie als Filmemacher über den Filmemacher, über das Werk des Filmemachers Louis Buñuel? Ja, das ist ein großer Heiliger. Buñuel war, also wie der Tonfilm aufkam, also Ende der 20er Jahre, gab es nur zwei Leute, die den Tonfilm richtig verwendet haben, nämlich als ein Ereignis, welches artikuliert zwischen Bild und Ton. Genauer werde ich morgen auf das eingehen. Der andere war Zigarettov, besonders in dem Tonfilm Enthusiasm oder Sinfonia Donbassa. Buñuel war in vieler Hinsicht. Also ich sehe ja im Mainstream-Film, also im Kinofilm, im erzählenden Film nicht den Gipfel dessen, was der Film zu erreichen imstande ist. Und da gibt es eben Ausnahmen und Buñuel ist eine Ausnahme. Eine Frage noch? Sollten Sie wirklich so gut gesättigt sein? Ja. Wenn dies der Fall ist, dann vielen Dank nochmal bei Ihnen, Herr Kubelka, für die wunderbaren Ausführungen. Danke bei Ihnen für die tolle Aufmerksamkeit und einen wunderschönen Abend. Danke Ihnen.